Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder ein Buch zeigen, und zwar Wind in deinen Segeln von Jessica Winter mit 372 Seiten und für 11,99 Euro. Erstmal kurz zum Inhalt aus der Perspektive von Emerald, der Frau. Ich will nicht zurück in diese Hölle, die sich mein Zuhause nannte, nur habe ich keine Wahl. Ich darf mein Versprechen nicht brechen, was es auch kostet. Doch dann gibt mein Auto den Geist auf und zwingt mich, die Reise quer durch das Land in einer Kleinstadt zu unterbrechen, in der die sprichwörtlichen Steppenläufer völlig gelangweilt über die Straße rollen. Das Schlimmste dort ist Gabriel, der Automechaniker, genannt Angel, abweisend, unritterlich und absolut unnahbar. In der einen Minute rettet er mich vor einem Schmierbeutel, in der nächsten schmeißt er mich aus seinem Auto. Dieser Typ frustriert mich auf allen Ebenen. Erst als Gabriels streng bewachte Mauern immer mehr Risse bekommen, erkenne ich, dass ich nicht die Einzige bin, die Hilfe braucht. Und plötzlich fühle ich mich ihm näher, als ich wollte. Und nun aus der Perspektive des Mannes Gabriel. 11 Monate habe ich im Knast gesessen für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Aber dieser Albtraum ist noch lange nicht vorbei. Denn wirklich frei bin ich nicht. Die endgültige Gerichtsverhandlung steht erst bevor und ich kämpfe buchstäblich um mein Leben. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist diese kleine schlagfertige Nervensäge, die in einer regnerischen Nacht in mein Leben stürmt und Hilfe sucht. Ob ich es will oder nicht, Emerald kratzt an meinem Panzer. Bald wird es keine Option mehr sein, mich von ihr fernzuhalten. Und ich werde jede Regel brechen, um sie zu schützen, selbst wenn ich dabei meine eigene Zukunft aufs Spiel setze. Zu meinem persönlichen Eindruck, ich finde das Buch wirklich sehr berührend, beziehungsweise das Cover wunderschön, und es macht gleich von Anfang an wirklich neugierig. Die ganze Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt, was ich persönlich sehr liebe. Die Charaktere sind sehr interessant und man verliebt sich in beide von Anfang an. M ist anfangs eher eine flatterhafte und lockere Seele, die einem gute Laune macht, jedoch nach und nach auch ihre verletzliche und traumatisierte Vergangenheit durchsickern lässt. Gabriel, oder auch Angel genannt, ist ein zurückhaltender, etwas durch seine vielreichen Tattoos bedrohlich wirkender und eher auf Abstand gehender Typ, der sich total verschließt und nur für sich sein möchte. Doch auch er kommt irgendwann aus sich raus und lässt M tief in seine Vergangenheit und seine Erlebnisse blicken. Sie schafft es als erster Mensch, Gab wieder Vertrauen schenken zu können. Die Thematik habe ich persönlich so bisher nicht kennengelernt, was das Buch noch viel interessanter macht, als es eh schon ist. Es ist sehr emotional und absolut voller geladener Momente. Es ist sehr spannend, wie es mal aus der Perspektive des angeblichen Verbrechers ist und welche Folgen es für ihn hat, wie sein Leben gestaltet wird. Ihre Fehler in der Vergangenheit sind ebenfalls plausibel und sie gibt sie auch zu, was ich wirklich sehr bewundernswert finde. Sie ist eben auch nur ein Mensch und damals ein Kind gewesen. Man redet es eben in der Geschichte nicht gut, sondern es wird wirklich bei den Fehlern, sie versteht es, sie sieht sie ein, und das finde ich sehr gut hier in dem Buch beschrieben. Sie steht, wie gesagt, dazu, wie sie ums Überleben kämpfte, und ich finde es sehr gut, dass es zwischen ihr und dem Jet, ihrem Ex, nicht als eine Art Vergewaltigung überbracht wurde, sondern eben, dass es einvernehmlich war. Das macht das Ganze etwas nachvollziehbarer und passt einfach in dem Buch besser. Ich denke, es wäre einfach zu viel gewesen, wenn sie jetzt auch noch durch Jet irgendwie vergewaltigt worden wäre und jetzt Gab eben Vergewaltiger sein soll. Das wäre einfach zu viel gewesen. Das hätte einfach nicht gepasst. Ja, so finde ich es total spannend von Anfang wirklich bis zum Schluss. Der Schluss lässt einen, das ist so eine Art Cliffhanger, man will unbedingt weiterlesen. Und zum Glück gibt es Band 2 ebenfalls schon, das erschien Oktober 2019 und heißt Wo mein Herz liegt. Von der Autorin selbst kann ich absolut die Reihe mit Julia und Jeremy empfehlen. Das erste Band heißt Bis du wieder atmen kannst. Also wenn euch dieses Buch gefallen hat, lest unbedingt auch diese, denn die werden euch ebenfalls den Atem rauben. Ich finde sie einfach wunderschön. Zu meinem Fazit dementsprechend, ich liebe Bücher an sich mit Tiefgang und realistischen und bewegenden Schicksalen, die dennoch zu einem Happy End führen. Ich habe bisher alle Bücher von Jessica Winter verschlungen, weil sie so unglaublich emotional sind und mich zutiefst berühren.
kann die Bücher also jedem nur ans Herz legen und freue mich riesig auf Band 2, das Gott sei Dank bereits erschienen ist und sich schon auf meinem iPad befindet. Ich freue mich also sehr arg, es weiterzulesen, kann euch dieses Band oder diese Reihe wärmstens empfehlen. Ich fand es einfach nur bezaubernd, wunderschön, ergreifend, ja, ganz viele Emotionen, kann ich also absolut weiterempfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gern meine weiteren Buchrezensionen an. Macht's gut!